Servus und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Godus. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge mal gefragt, wie ihr so dazu steht, ob ich Godus noch weitermachen soll oder erstmal eine Pause einlegen soll, bis es mal was Neues gibt. Hat aber leider bisher nicht so wirklich jemand drauf geantwortet. Godus scheint leider nicht mehr bei euch so beliebt zu sein. Passiert halt nicht mehr so viel, ne? Ich bin immer noch echt am Überlegen, was ich machen soll. Bitte, 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 schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee. Oder sagt, worauf ihr Lust habt. Ich brauche einfach gerade ein paar Tipps, weil im Moment geht halt ehrlich gesagt nicht so viel hier. Deswegen, ich werde heute auch nur mal wieder eine Folge aufnehmen, weil so richtig Lust habe ich gerade nicht dazu. Also schon, aber nicht, um mich jetzt hier eine Stunde hinzusetzen und eine nach der anderen Folge aufzunehmen. Ich muss das jetzt immer in kleinen Stückchen machen. Weil, wie gesagt, so viel gibt es ja nicht zu tun momentan. Wo rennen die denn da gerade alle hin? Achso. Eben habe ich was Lustiges im Fernsehen gesehen. Heute bin ich mal eine halbe Stunde früher zu Hause von der Arbeit. Und der Jay vom Team Pietsmeet war gerade bei Galileo. Da haben sie so einen kleinen Bericht über, ja, Internetstars gemacht und er hat quasi Team Pietsmeet vertreten. War eigentlich ganz lustig. Und da hat man auch gesehen, dass Leute, die zocken, nicht unbedingt nur irgendwelche Stubenhocker sind, sondern auch eigentlich ganz cool sein können und dass man damit Geld verdienen kann. Ich hoffe, dass das ganz, 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 ganz viele Leute gesehen haben, die eventuell noch Vorurteile gegen uns Zocker haben. Da gibt es ja immer noch Leute wie Sand am Meer, was das angeht. Leider, leider. Aber wir werden echt, also wir Let's Player in Anführungszeichen, ich jetzt nicht, aber die Großen natürlich, die werden langsam richtig populär. Letztens war ja auch Gronkh und Sarrazin bei Stefan Raab. Wie cool ist das denn, dass die jetzt überall im Fernsehen Aufmerksamkeit bekommen? Wir sind mittlerweile anscheinend in der Gesellschaft mit unserem Hobby angekommen. Und das ist doch mal ziemlich geil, würde ich sagen. So langsam aber sicher bewegen wir uns quasi von der Randerscheinung mitten in die Aufmerksamkeit der Medien. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt irgendwelche Let's Player irgendwann anfangen, eine Fernsehshow zu machen. Dafür sind die alle viel zu sehr in YouTube verwurzelt und das ist ja auch da, wo es alles angefangen hat und so. Ich glaube nicht, dass da irgendwann einer anfängt, plötzlich eine eigene Sendung haben zu wollen. Auch wenn es 100 pro genug große Let's Player gibt, die eventuell das Potenzial dazu hätten. Da gibt es echt mittlerweile ja einen Haufen. Aber ziemlich coole Sache mittlerweile. So, jetzt aber mal anderes Thema. Was machen wir noch? Also ich habe überlegt, wir schaffen einfach wieder noch viel mehr Platz und bauen uns noch ein paar Häuschen endlich auf. Oder wenn es geht, vielleicht sogar ein paar Farmen. Damit wir endlich mal da oben die 5000 voll kriegen. Das geht zwar mittlerweile echt zügig, muss ich sagen. Hätte ich nicht so sehr erwartet eigentlich. Aber dann wissen wir endlich mal, was passiert, wenn man die 5000 voll hat. Wahrscheinlich kriege ich nur wieder irgendeine Karte, die ich gar nicht füllen kann, weil ich nicht die passenden Zusatzkarten dafür habe. Wäre halt ein bisschen nervig. Mir hat auch letztens mal jemand unter die Kommentare geschrieben, dass das Team von Godus quasi momentan an einem größeren Update arbeitet. Die haben anscheinend einen eigenen YouTube-Kanal, so mit Entwickler-Blog. Und da wurde das anscheinend erzählt. Bin ja mal gespannt, was da dann drin steckt. Also wenn es wirklich ein größeres Update ist.
Vielleicht kommt ja dann endlich mal der Multiplayer-Modus, auf den wir ja alle schon heiß ersehnt warten. Nur frage ich mich dann, also ihr kennt ja diesen Schrein, wo ich dann oben immer hier so einen schwarzen Fehlercode bekomme. Was ist jetzt los? So, da bin ich wieder. Da ist mir mal schön kackendreist das Spiel abgeschmiert. Das hatte ich ja schon ewig nicht mehr. Ich frag mich, was da jetzt los war. Ach Mist, jetzt habe ich wieder den Mauscursor im Bild. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Müll war. Irgendwie mag ich das Spiel nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, dass es hier im Moment nichts Interessantes zu tun gibt. Es tut mir leid, Spiel. Und es hängt gerade auch alles irgendwie ein bisschen. Das ist ja auch komisch. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, bei dem Update. Also ich hoffe, dass da wirklich dann der Multiplayer-Modus kommt. Wo ich mich dann aber ein bisschen frage, kann ich dann gegen wildfremde Leute spielen? Weil immer, wenn ich auf diesen komischen Schrein geklickt habe, wurde ja quasi meine Friendlist aufgerufen. Was aber ziemlich sinnlos ist, weil niemand meiner Freunde dieses Spiel spielt. Und da frage ich mich, kann man denn nicht dann einfach gegen fremde Leute spielen, wie in jedem halbwegs gescheiten anderen online-fähigen Spiel? Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Jetzt kriege ich nämlich ein Problem. Aber da lässt sich bestimmt doch jemand finden, der dann mit mir spielt. Scheiße, jetzt habe ich das Häuschen hier kaputt gemacht. Komm, bau wieder auf. Hm, komisch. Das müsste jetzt mal bitte jemand reparieren. Scheiße, jetzt geht das hier kaputt. Oh! Was ist denn hier los? Wollt ihr alle nicht, dass ich ein Häuschen baue oder was? Und hier kann ich aber jetzt noch welche hinsetzen. Ja. Ja, aber der Multiplayer-Modus wird allerdings wahrscheinlich auch nur für eine Zeit lang Spaß machen und danach stehen wir wieder da und wissen nicht so ganz, was wir tun sollen. Also ich hoffe, dass dieses große Update dann tatsächlich ein bisschen noch mehr noch bringt. Aber die arbeiten ja hoffentlich mit Hochdruck dran. Also wir werden es dann hoffentlich in ein paar Wochen oder so sehen. Vielleicht auch schon ein paar Tagen, wäre natürlich noch wünschenswerter. Aber naja, mehr als warten können wir nicht. Bringt ja nichts. Und bis dahin müssen wir uns halt irgendwie anders beschäftigen, ne? Aus irgendeinem Grund arbeiten die Leute hier irgendwo, wo ist es? Da arbeiten die ja irgendwie nicht mehr an den Kristallen, was ich bis heute ehrlich gesagt nicht verstehe. Und ich weiß auch nicht, wie ich die da hinkriegen soll, weil nicht mal, wenn ich hier jetzt ein Haus baue, interessiert das auch nur irgendjemand. Ich versuch's nochmal mit einem Totem, aber ich habe da gerade irgendwie nicht so viel Hoffnung, dass sich da was tut. Nö, tut's natürlich nirgends. Nirgends wird eine Flagge aktiv. Doch, da hinten. Wow. Okay. Und was willst du tun? Wahrscheinlich hier noch das letzte bisschen Gems abbauen, aber da muss ich dir erstmal ein Treppchen bauen. Kriegst du das hin? Ja komm, jetzt lauf halt mal ein Stück weiter. Komm. Hier oben ist genug. Kriegst du noch mindestens 2 oder 3 Kristalle raus. Nein, Madame, gehen nach unten. Supi. Oh, was ist denn hier los?
Läuft da jetzt jemand nach oben? Nee, natürlich nicht. Nur die paar Bauern gehen sich noch ein Feld bauen. Ja, das bringt mir aber leider gerade gar nichts. Ach Leute, was habt ihr denn für ein Problem? Vielleicht kriege ich ja irgendwie da hinten noch einen Bauplatz für ein Haus hin und kann sie da durch hier hinlocken. Oh. Ne. Nichts, ey. Nichts. Alles klar, dann werden hier noch ein paar Häuser hingebaut, aber das wird auch nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon. Ups, das war nicht geplant. Nee, da will auch... Nee, gut, der will jetzt immerhin ein Haus hinbauen, das ist schon mal ganz gut. Wo rennst denn du jetzt hin? Ach, der hilft jetzt einfach beim Bauen noch von mir aus. Zwei Felder kriegen wir noch hin, aber wir kriegen es nicht geschissen, dass die endlich mal wieder anfangen, blöde Gems abzubauen. Ich hoffe vielleicht, dass irgendeiner von euch da noch einen Tipp hat. Mir fällt nämlich momentan leider gar nichts mehr ein, wenn ich die ein bisschen zum Arbeiten kriege. Schreibt also fleißig in die Kommentare, wie ihr es hinkriegt. Der eine oder andere wird das Spiel ja bestimmt auch haben. Gibt es eigentlich irgendwo noch eine Truhe, die wir übersehen haben? Nicht so wirklich, gell? Nee. Also ich bin gerade echt am Resignieren hier bei dem Spiel. Vielleicht werde ich einfach doch mal eine Pause einlegen. Weil das hat ja im Moment nicht so viel Sinn. Warum kann ich die jetzt nicht anklicken? Na doch, jetzt geht's. Mal so eine Woche Pause vielleicht. Dann kommt hoffentlich mal wieder was. Weil ich sehe das ja auch an Zuschauerzahlen. Es werden immer weniger. Also die ersten Godus-Videos, die wurden echt gut geguckt. Oder was heißt die ersten Godus-Videos? Die ersten 40 Godus-Videos, die wurden echt ganz gut geguckt. Also für meine Verhältnisse gut geguckt. Aber bei den letzten 10, 15 merke ich halt schon, okay. Interessiert irgendwie keine Sau mehr. Deswegen... Ich glaube, ich entschließe mich gerade dazu, tatsächlich mal eine Pause einzulegen. Auch wenn ich am Anfang der Folge noch gefragt habe, was ihr dazu meint. Aber ich glaube, wir sind alle einverstanden, dass das vielleicht mal ganz gut für dieses LP ist. Ich werde es auf jeden Fall weiterführen. Macht euch da mal keine Sorgen. Die Leute, die das hier gerne schauen. Aber so richtig Sinn macht das ja alles gerade nicht. Vielleicht werde ich mal offscreen ein bisschen weiter bauen. Und wenn ihr dann wieder einschaltet, werdet ihr jede Menge an neuen Möglichkeiten erkennen. Zum Beispiel überlege ich mir, habe ich mir ja schon mal überlegt, einfach hier alles, was im Wasser ist, quasi zu Land zu verwandeln. Und so jede Menge Baufläche zu machen. Also wir haben ja gesehen, es bringt quasi nicht viel auf diesem Boden hier großartig Felder anzulegen, weil die sind einfach vom Ertrag her total scheiße im Gegensatz zu denen auf grüner Fläche. Aber bevor ich jetzt noch weiter Quatsch laber, beende ich diese Folge, denn die Zeit ist schon wieder um. Ich hoffe, ihr werdet dann bald bei den nächsten Folgen wieder einschalten und ich verspreche, dass es dann auch wieder mehr zu tun gibt. Also, wir sehen uns. Schaut bei Chivalry rein und bei Battlefield 4 und den anderen ganzen LPs. Ich habe ja noch genug am Start und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.